Hallo, ich bin der Beat Pfeutz. Also die Regeneration ist sicher genau gleich wichtig wie das Training an sich eigentlich. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass man immer unter dem Tag einfach wieder ein bisschen durchlockern kann. Muskulatur, die wird den ganzen Tag beansprucht. Man steht viel, man hockt auch viel. Hocken ist noch fast schlimmer als stehen die ganze Zeit. Und mir geht es so. Wenn ich nach einer Stunde irgendwo hocke und wieder aufstehe, dann sind alle Gelenke ja, richtig steif und man weiß wirklich nicht mehr so, wie man von A nach B kommt. Und da ist sicher wichtig, dass man einfach immer wieder die Zeit, die man dazwischen hat, heute kurz nutzen kann. Man steht auf, man läuft heute eine kurze Runde. Das muss ja auch nicht weit sein, das können ja nur 20-30 Meter sein. Wenn man 5 Minuten Zeit hat, kann man vielleicht auch durch 2 Büroräume schnell laufen und ein Ründchen drehen. Ja, das nützt eigentlich schon recht viel. Zumindest mir geht es so. Ich muss immer zwischen Korte aufstehen, ein Ründchen drehen und dann geht es mir wieder besser.